kann man sich morgens immer schön eine Bratpfanne in die Eier kloppen. Bundesbetoniertag, Freitag. Moinsen, Mittwoch, 14. August. Es geht nahtlos weiter vom letzten Video, das ihr Donnerstag, morgen Abend gesehen haben werdet. Muss ich noch schneiden, fällt mir auf. Aber Paket habe ich alle fertig. Jetzt geht es gleich draußen weiter. Dann habe ich um 11:30 noch einen Termin, der wird sicherlich eine Stunde dauern. Und dann geht es richtig weiter, hoffentlich auf dem Hof. Also, bis später. Leute, Leute, Leute. Jetzt ist es das 13:30 oder 13:40 oder sowas. Und heute war zu 18 Uhr so 1 bis 2 Liter Regen angesagt. Jetzt hat es aber von heute Morgen bis eben gerade geregnet und das sind jetzt 20 Liter geworden aus 1 bis 2. Mega Wettervorhersage. Naja, so, hier ist Fundament schon, ja, noch nicht ganz die Hälfte ist ausgebaggert. Da hat er auch erstmal aufgehört, weil das so geschüttet hat. Ja, mal sehen, Laser läuft aber noch, also wird er wohl gleich noch wiederkommen. Diggi, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Ich wollte gerade den Aschebehälter von der Heizung ausleeren. Wo kommt das denn jetzt her? Ey, das gibt's doch nicht. Jo, Baubuden kommen, Bagger geht weiter. Ich habe Eis gemacht. Jens ist am Aufräumen oder sowas, richtig? Jens macht das Schiff. Ich habe die Eisautomaten fertig. Ach, jetzt muss ich nochmal Kartoffeln packen, habe ich eben vergessen. Baubuden kommen. Ja, habe ich gesehen. Ja, peak fine. Geht los jetzt, ne? Bagger ist auch wieder in Gang. Ja. Jetzt wird schwül. Jetzt wird schwül, ja. Oh. Jo Leute, eigentlich wollte ich heute schon Gülle fahren, aber das war zeitlich natürlich alles wieder nicht hinzukriegen, aber jetzt ist morgen dran. Wir wollen noch im Moor, da ist, dürfen wir noch fahren, ja, wahrscheinlich werden es irgendwie so ca. 10 Kubik, 12 Kubik vielleicht, die wir da rauffahren zur Zwischenfrucht. Hier in dem ganzen Bereich dürfen wir es nicht, hier ist Wasserschutzgebiet. Aber die 18 Hektar Moor, wahrscheinlich reicht es nicht mehr für 10. Ich muss mal gucken, was in den Kuhlen zu Hause drin ist. Das meiste ist auch Regenwasser, aber naja, weg muss es ja auch. So, hier ist der Nachbar an Roden. Frühkartoffeln. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum anderen Nachbarn, weil unser Güllewagen, der steht da bei dem am Stall. So, da ist er ja. Mal erst mal gucken, ob der. Wahrscheinlich der. Na, der ist da von der K80, dieser Niederhalter, ist wahrscheinlich noch nicht eingestellt. Das sehen wir gleich. Donnerstag, 15. August, kurz vor 7. Ich will mal eben den Frontalschlepper holen. Ich muss vorne noch mal ein bisschen weglöffeln, aber wir können hier noch mal eben schnell gucken, damit ihr den Stand gesehen habt und ich das auch für mich für die Zukunft weiß, wann war die Halle wie weit. Also die haben die Träger gestern noch fertig gekriegt, trotz Gewitter. Man war ja immer zwangsweise Pause, aber das hat echt gut geschafft bisher. Das sieht schon wirklich gut aus hier, ne? Das ist piekfein. So, ich brauche eigentlich aber auch noch Frontgewicht. Dann setze ich die Teile gleich mit dem Stapler um oder wenn die Jungs, die kommen ja auch gleich,
die jetzt direkt einbauen, ist auch gut. Aber eins von den beiden Frontgewichten hätte ich ganz gerne noch an den Mietschlepper dran. Mal gucken. Aber erstmal vorne ein bisschen Pflastersteine und Sand weg. Reinhard hat gestern da noch den Rest vom Fundament ausgehoben und das wird da vorne ein bisschen eng. Da kann man sich nicht mehr rühren. Ja, sehr schön. Es wird langsam. So, dann wollen wir den nachher noch vorziehen, wenn Jens da ist. Dann fängt Jens an zu waschen. Beziehungsweise erstmal Wasser aufstellen und Versorgung herstellen. Und dann schauen wir mal, wie das hinhaut. Ach, das Lenkrad schon wieder so. Oh, meine Güte, was soll denn das? Meine Fresse, wo soll ich denn mit dem Scheiß noch hin, ey? Oh. Ich weiß es nicht. So, da sind ein paar Steine zwischen, das muss extra. Kein Platz für nix. Jetzt kommt der nächste LKW schon. Kacke! Hier stellt sich jetzt genau dahin. Ja, ist klar. Da habe ich jetzt eine Pause. Fuck, ey. Da ist wohl Bewährung, was? Ja. Shit. Kraftmessbolzen, was will der von mir? Geh mir nicht auf die Nüsse. Ich kann ja erstmal noch einen Kaffee trinken. Scheiße. Ja, Kacke, hier hätten die Steine auch ran können. Da liegen auch noch welche. Ey, wir müssen unbedingt mal die Haufenwirtschaft hier loswerden. Wo soll ich denn hier Kartoffeln kippen? Ich muss ja nächste Woche irgendwie hier auch Kartoffeln abkippen können. Wie machen wir das denn? Und es regnet schon wieder ohne Ankündigung. Das gibt's nicht, ey. Unnormal. So, jetzt haben wir das Problem wieder. Wohin mit die Scheiße?
vom Hallenaufbau, die freuen sich sicherlich auch wieder. So eine Scheiße. Müssen wir gleich erstmal runterstellen, das wird ja schon wieder zu nass. Zu glauben, das schüttet richtig. Es war nichts angekündigt. Habe ich das schon erwähnt? Meine Güte, gibt's doch gar nicht. Alter Schwede. Jo, liebe Leute, also. Womit fange ich an? Erstmal kommt jetzt wahrscheinlich, das ist aber nicht erlaubt. Doch, ist erlaubt, dürfen wir noch so machen. Muss innerhalb von 2 Stunden eingearbeitet werden. Wir haben jetzt auch echt Top-Wetter dafür. Es ist bedeckt, es nieselt immer noch wieder. Und wie man sieht, das ist so dünn, dass es quasi fast nur Wasser. Ich fahre jetzt relativ schnell trotzdem, also ich könnte eigentlich deutlich langsamer fahren, damit wir ein bisschen Nährstoff überhaupt hier hinkriegen. Aber das sind 18 Hektar und die Gülle reicht sowieso nicht. So, ich habe mich jetzt erstmal eingeschossen auf 7,4 km/h. Ich gucke mir das jetzt mal an, wie wir hier hin und her kommen. Ein bisschen langsamer geht wahrscheinlich noch und dann fährt Vater in Kürze los zum Einarbeiten und dann kann hier die Zwischenfrucht rein. Das soll ja noch mal einmal wieder ein bisschen auflaufen. Also das läuft noch nicht weg mit der Zwischenfrucht. Da ist noch Zeit genug, ist noch früh genug. Aber je mehr jetzt zwischendurch einmal wieder aufläuft und dann wieder eingetüttelt wird, umso weniger haben wir nachher nächstes Jahr in den Kartoffeln drin von dem Scheiß. So, weiter geht's. Wümme voll. Wümme voll voll. Gewaltig. So, da ist Vater mit dem Grubber. 6 Meter Grubber. Einmal eben flach einkratzen. Wir haben es jetzt auch schon kurz vor 11. Ganz viel schaffe ich nicht mehr, fürchte ich, weil wir um 14 Uhr noch wieder eine Baubesprechung haben. Naja, mal schauen. Die erste Kuhle kriegen wir vorhin wieder noch leer, denke ich. Jo. Übrigens probiere ich gerade hier die geschenkte Lohnerdose, habe ich von jemand von euch bekommen. Schmeckt richtig gut, kann man echt machen. Gefällt mir besser als mit Pult, muss ich sagen. Ja, ich weiß, trinke ich trotzdem.
So. Happy Dad. Morgen noch ein paar Fassgülle. Morgen werden jetzt hier die Köcher zubetoniert und die Streifenfundamente vom Haus. Also morgen gibt es nochmal Beton. Bundesbetoniertag am Freitag. Jo, und wir gönnen uns gleich ein Feierabendbierchen und dann Schluss für heute. Also Fundamente ausgebaggert und Körbe sind drin. Wie heißt das? Erde ist drin. Morgen kommt Beton, hatte ich ja schon gesagt. So, warum das hier so komisch aussieht, das seht ihr im Laufe des Baus. Sieht wirklich komisch aus, ne? Jo, ganz schön klein. Ja, es wird kein Riesenpalast, es wird ein ganz kleines normales Haus. Sehr schön. Läuft. So, jetzt muss ich noch mal einmal mit dem Weidemann unter die Feldspritze. Irgendwie ist der Hydraulikzylinder abgesackt. Ich habe keine Ahnung warum. Einmal hochheben, hochpumpen, gucken, ob er dann hält, ob das Zufall war. Da. Scheiße. Das machen wir noch mal eben. Stressiger Vormittag, Freitag, 16. August. Ich war eben, die Hallenbauer sind in Gang, piept, Maurer ist vorne in Gang, irgendwie soll Beton kommen heute. Jens will gleich eben beigehen, gucken, ob wir das Wasser aus den Köchern raus, den Köchern von den Stützen rauskriegen. Er hat eine kleine Pumpe von zu Hause, die hat er gefunden,
mitgebracht. Ich hoffe, das passt da rein, sonst wird es problematisch. Ich habe eben mit Ina Bürokrieg angefangen, fahre jetzt eine Tonne, vielleicht noch zwei Gülle, bis Ina alles eingescannt hat und dann geht es da weiter. Und dann habe ich um 11 noch Physio und alles auf einmal. Ja, aber es läuft sich zurecht, also irgendwie kriegen wir das alles hin, denke ich. Radio aus, Träger an. So, ich habe mal alle Sachen zusammengesucht. Kleine Pumpe, Verlängerungskabel, hinten an der Halle Wasserpumpen in den Köcherschächten von den Fundamenten. Bei den Stützen, die werden heute auch mit betoniert. Da ist ja heute schon Beton für die Fundamente fürs Haus. Und hinten bei den bei der Halle, wo die Stützen drin stehen in den Köcher, in den Löchern, die müssen auch noch voll betoniert werden. Und da ist noch Wasser drin und das versuche ich da mal rauszupumpen. Mal gucken, ob die Pumpe da reinpasst. Einfach mal ausprobieren. Wir werden es sehen. Schade. So wie das aussieht, passt die Pumpe da wohl nicht rein. Das ist dann doch ein bisschen zu schmal, das Ganze. Da werde ich wohl irgendwie alles mit dem Becher rausholen müssen. Nützt alles nichts. Schöne Sache. So, heute haben wir ab ca. 13 Uhr im Wetterbericht Regen drin stehen. Also das bedeutet ja eigentlich im Umkehrschluss zu den letzten Tagen, dass es heute definitiv nicht regnen wird. Bin gespannt. Ich muss auch irgendwie noch mal eben heute zu den Kartoffeln gucken, die wir nächste Woche, wo wir anfangen wollen, zu dem Schlag wegen Wietzendorf. Sagt er nämlich, da steht auf der anderen Seite Wasser in der Rhein. Was natürlich irgendwie ein bisschen kontraproduktiv ist. Vielleicht müssen wir das oben. Also wir haben Dienstag die ersten beiden Termine, Wietzendorf, zwei Touren halt. Und hatten jetzt eigentlich angesetzt, Montag zu roden, weil das Anroden mit dem Vorgewende halt ein bisschen was länger dauert, als wenn das schon in Gang ist. Aber eventuell müssen wir das auf Dienstagmorgen noch legen. Mal gucken. Und schlägeln müssen wir da ja dann auch noch, ne? Da hatte ich sonst gedacht, Montagmorgen vorweg schlägeln oder Sonntag. Aber wenn das dann noch nicht zu fahren ist, dann ja. Mal schauen. Fällt mir gerade noch was ein. Letztes Video, Donnerstag. Also für mich gestern, für euch Donnerstag. Und zwar hat das offensichtlich für Missverständnisse gesorgt. Dieser Schlepper hier ist gemietet. Den habe ich nicht gekauft und den werde ich auch nicht kaufen. Ja, okay. Ich habe im Titel, oh, der Akku ist gleich alles scheiße. Im Titel geschrieben, neuer Schlepper. Ist ja auch ein neuer Schlepper. Ja, mein Gott, mal so ein bisschen reizend im Titel, das werden wir wohl dürfen. Im Titelbild habe ich auch ein Fragezeichen hinter neuer Schlepper gehabt. Nur das dazu. Ich habe es aber auch im Video gesagt, dass er gemietet ist. So, und jetzt kam dann noch
so Kommentare bezüglich, ja, wieso mietest du jetzt einen Schlepper nur, weil du nur K80 brauchst, war keiner K80 lieferbar? Oder hast du jetzt nur den Schlepper gemietet wegen der K80? Oder nee, das ist Quatsch, ne? Auch klar, oder? Sollte klar sein. Wir brauchen in der Ernte noch einen Schlepper dazu. Hintergrund ist unter anderem, nicht nur, aber halt auch, dass wir auf unserem 718 den Pflegeradsatz drauf haben und der soll auch noch einen Moment drauf bleiben. Ich weiß noch nicht, wie lange der da drauf bleiben muss, kann ich nicht sagen. Aber wir müssen noch schlägeln, definitiv. Also zum einen in den Stärkekartoffeln, weil bis da das Kraut so weit runter ist, dass es anständig durch den Ruder durchgeht, das dauert noch. Also da müssen wir dann immer vorweg einmal, nicht auf jedem Schlag, aber auf einigen Ecken noch schlägeln. Und dann haben wir beispielsweise auch in den Pommeskartoffeln viel mit durchgewachsener Melde zu tun. Und Melde, wer das Zeug kennt, das tüdelt sich gerne mal um alles. Also das macht beim Roden dann auch keinen Spaß, wenn du Pech hast, setzt den Ruder dicht und dann stehst du erstmal eine Viertelstunde und musst freipulen. Kostet auch alles Geld. So, und aus dem Grunde soll erstmal noch zumindest der Pflegeradsatz dranbleiben, damit wir jederzeit mit dem Schlägler los können und runterschlägeln. Wenn der da dran bleibt, fehlt aber uns ein Schlepper zum Fahren, weil die Idee bei den Stärkekartoffeln ist ja nun mal, wie es nachher läuft, wisst ihr, nach der Ernte, ich weiß es selber nicht, aber der Plan ist ja, das hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass zwei Schlepper fest, also in der Stärkekartoffelernte, zwei Schlepper fest mit den Tandemkippern fahren. Das wäre dann unser 724 und dieser 724 oder halt 718, aber der ist ja, ne, habe ich gerade gesagt. Und der 716 frei bleibt, um Wagen zwischen zu fahren, die anderen beiden Akkuliner-Züge. Das ist die Idee hinter dem Ganzen. So, und dieser Schlepper ist gemietet und der wird nach Stunden bezahlt. Und ich bezahle die Stunden, die ich darauf fahre. Und die Stunden, die ich nicht fahre, bezahle ich halt nicht. So, von daher ist das kein Problem. Sollten wir den dann dauerhaft nicht mehr brauchen, geht er zurück. Sollten wir ihn ein paar Tage nicht brauchen, steht er halt da. Ist dann so. Ist das nun mal mit Schlepper. Ich hoffe, das hat das Ganze jetzt ein bisschen entdröselt. Für die, die es ernsthaft nicht verstanden haben und für die, die nur ein bisschen frötzeln wollten. Peace. So. Ich fahre jetzt heute die zweite Tonne und das ist, ich glaube, maximal noch zwei und dann ist Gülle alle. Also in der Kuhle, wo ich jetzt noch zu Gang bin, im alten Bullenstall, da ist jetzt noch ein halbes Fass ungefähr, grob geschätzt. Und dann haben wir im alten Boxenlaufstall, ja, ich kann es, ist schwierig einzuschätzen, weil ich auch nicht an alle Kuhlen rankomme. Weil das war ja auch Thema in den Kommentaren, die Zuwegung noch nicht fertig ist. Die ist nun mal noch nicht fertig. Ja, und da hat ja auch irgendjemand geschrieben, ja, den würde ich aber mal auf die Füße treten. Mehr als fragen kann ich da nicht. Und das ist einfach ein großes Problem, dass er keine Leute hat. Er hat einfach keine Leute. Jetzt ist der Baggerfahrer auch noch ausgefallen. Es funktioniert nicht. Er kann das auch alleine alles nicht fertig kriegen. Habe ich auch Verständnis für. Klar will ich das fertig haben, klar nervt das gerade maximal, weil wir da eigentlich jetzt schon fahren wollten, wo das Haus angefangen wird zu bauen. Aber es ist, wie es ist, ich kann es nicht ändern. Ne? Aber da jetzt hier wilde Sau zu spielen und da Vollgas jemanden anzuranzen, das ist nicht mein Stil. Ich kann immer nur sagen, wie es ist und wenn das dann gar nicht hinhaut, ja, dann müssen wir uns eine andere Lösung einfallen lassen. Aber wir haben gestern erst wieder gesprochen und ich denke mal, dass da in 14 Tagen der erste Bereich auf jeden Fall wieder dicht ist. So, dann ist uns ja auch schon. Ich fahre noch eine Auffahrt weiter. Dann ist uns ja auch schon geholfen. Also, wie du in den Wald reinschreist, so schallt das meistens auch zurück. Und über die ganzen Jahre war das zwar öfter mal, dass man gedacht hat: Oh Mann, ey, jetzt kann das auch mal fertig werden. Aber nichtsdestotrotz ist das irgendwann immer alles fertig geworden. Zu einem Kurs, der in der Welt passt. Und zu einer Qualität, die ebenso in der Welt passt. Von daher muss man nicht immer gleich mit dem Kopf durch die Wand. So, das zu dem Thema. Oh, war hier ein nasses Loch, ne? Oh, ich wollte doch anders fahren. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen mehr Leistung als vorher. Von daher
Läuft. So, ich habe hier jetzt eine muss jetzt hier noch eben Anschluss fahren, weil die Länge des Schlages hat sich geändert. Ich hatte, weil das ja sowieso nicht für den ganzen Schlag reicht, habe ich das so grob mit der Geschwindigkeit, hatte ich euch ja gestern erzählt, hingepeilt und jetzt ist der Schlag hier länger geworden. Ich habe die Geschwindigkeit auch ein bisschen erhöht, hat aber trotzdem nicht gepasst. Jetzt egal, jetzt fahren wir hier Anschluss und dann sind ja sowieso, wie gesagt, nur noch maximal noch zwei Fässer und dann ist der Drops auch gelutscht. Fahr dann, kommt gleich mit dem Grubber, hier ist das erste Fass, Grubber den Rest ein und dann hat sich das mit Gülle. So, Achsenspeer, mal zurücksetzen. So, und Güllefahren funktioniert auch ohne Streifenkrankheit. Man muss nur ein bisschen aufpassen und mitdenken. Dann haut das auch alles hin. Weiter geht's. Stau. Aber der braucht ja keine Leerfahrt machen, der kann ja gleich eben Gülle mitnehmen, oder? Bundesbetoniertag, Freitag. Eben schnell zu Ihnen ins Büro.
Letztes Fass. Mir ist dann noch was eingefallen aus der Kommentarspalte. Und ich weiß jetzt nicht, vorletzten Video oder letzten Video, habe ich jetzt nicht im Sinn. Bezüglich Erntehelfer. Warum wir auf einmal Erntehelfer bräuchten, und das ging doch auch immer so. Wir sind jetzt, ich glaube, wenn ich richtig nachgezählt habe, im 6. Jahr YouTube-Vlog hier. Aber das ist nicht so, dass vor 6 Jahren wir mit Kartoffelbau angefangen haben. Das habe ich ja schon mal erzählt, mein Urgroßvater hat schon Kartoffeln angebaut. Aber worauf ich hinaus will ist, nur weil ihr das nicht anders kennt, heißt das nicht, dass es immer so gelaufen ist. Wir waren früher tatsächlich immer mit Erntehelfer. Also wir waren immer 2 Mann mehr als die letzten Jahre in der Ernte. Und das hat sich dann irgendwann zerschlagen. Der Erntehelfer wollte nicht wiederkommen. Da haben wir aufgehört auszubilden und so weiter und so weiter. Also noch weiter zurück hatten wir das immer so gemacht, dass wir mit dem Nachbarn zusammen abwechselnd gerodet haben. Er hatte einen Erntehelfer, wir hatten einen Erntehelfer und die beiden Erntehelfer haben immer zusammengearbeitet auf dem Kartoffelruder. Und das hat immer echt gut funktioniert. Und in der Zeit war es dann noch so, da hatte mein Vater dann auch noch einen Auszubildenden. Das heißt, wir hatten 2 Erntehelfer und einen Auszubildenden. Und damals haben wir es so gemacht, dass der Auszubildende und ich zusammen die Kartoffeln abgefahren haben vom Feld. Damals ja immer noch alles komplett in Kisten im Speisebereich. Und Vater hat das zu Hause weggestapelt. Und das ließ sich gut aushalten, muss ich sagen. Also es war für alle genug zu tun, so ist es nicht. Aber es war deutlich entspannter, als die ganzen letzten Jahre gelaufen sind. Ist einfach so. So, und da wir auch nicht jünger werden und wir jetzt auch deutlich mehr Wietzendorf machen als früher, muss man sich dann halt wieder was einfallen lassen, ne? Dass das alles klappt. Jens ist dann die meiste Zeit mit dem LKW, mit dem LKW unterwegs. Dann brauchen wir 3 Leute für die Logistik. Also 2 Mann fahren und einer zu Hause in der Halle. Und dann fehlt irgendwie immer noch jemand für den Ruder, ne? So, das ist der Grund. Eigentlich ganz einfach. Und da haben wir gesagt, ich habe das letztes Jahr schon gedacht, okay, wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Das Problem ist immer, wie findet man welche, wo man sich halbwegs sicher sein kann, dass das funktioniert. Also so ganz ohne jemanden zu kennen, der einen kennt, ist das alles sehr, sehr schwierig. Und dann war es letztes Jahr so, dass ein Berufskollege sich unseren Grimme-Bunker angeguckt hat. Und mit dem habe ich, der macht eine ganze Ecke, der macht, ich glaube, 3-mal so viel Kartoffeln wie wir. Und mit dem habe ich da dann drüber gesprochen, der hatte ich gefragt, Mensch, wie macht ihr das denn? Der ist gar nicht so weit weg von uns. Wie macht ihr das denn? Und er sagte ja so und so. Und ich sagte, Mensch, du frag die doch mal, ob die noch Kollegen haben, die auch Bock haben. Und ja, mache ich. 2 Wochen später war es, glaube ich, rief er mich dann an und sagte, ja, da wären 2, die Interesse haben, aber ich müsste dann auch sofort sagen, ja oder nee. Ja, und da habe ich dann sofort ja gesagt. In dem Moment wusste ich auch noch gar nicht, wie ich die runterbringe, wo ich die runterbringe. Aber ich habe halt sofort ja gesagt, weil irgendwie, man muss erstmal ein Problem haben, damit man auch eins lösen kann. Ne? Und das haben wir jetzt ja, glaube ich, sehr, sehr gut gelöst. Zeigen euch das nochmal, das ist wirklich schön geworden. Da lasse ich auch nicht mit mir reden. Neulich schrieb einer, ja, würdest du auch selber einziehen? Ja klar, sofort. Überhaupt keine Frage. Piekfeine Bude geworden, wirklich. So. Fass ist leer. Piekfeine Bude geworden. Also da kann es eigentlich keine gegenteilige Meinung geben. Aber wer da eine andere Meinung hat, der ist im Luxus geboren oder so, keine Ahnung. So, das war's. Der Rest vom Fest bleibt unglücklich ohne Gülle. Hilft nichts. Aber es ist, wie es ist. Ich habe das alles ganz zeitlich ganz gut hingekriegt. Und jetzt muss ich mir ein bisschen sputen. Aber dann schaffe ich das einfach noch pünktlich zur Physio. Das wäre nämlich auch wieder unglücklich gewesen, das abzusagen. Also alles im grünen Bereich. Ich hoffe, ich habe das so rüberbringen können, wie es ist. Wenn ihr dazu Fragen habt, ab in die Kommentare.
Beantworte ich gerne, wie immer, solange es sachlich ist. Alles kein Thema. Jetzt klingelt zum Glück das Telefon. Bis später. Passt das oder ja? Passt, ne? Brauchst du einen Helm? Du siehst ja den Mittelpunkt des Topfes. Ja, genau. So ein bisschen. Aber eigentlich sieht das schon gar nicht verkehrt aus. Da irgendwo. Und da bohrst du mir dann eine Schraube in den Kopf, damit der Helm hält, oder was? Ja, genau. Dass der hier oben drauf immer so hin und her wackelt, so ein bisschen. Darf ich kurz aufprobieren? Ja, probier mal auf. Sehr schön. Ja, aber das ist dann so als Nasenschutz hier vorne so gedacht. Ne? Okay. Und dann das Loch, das. Warte mal, dann habe ich den ungefähr da. Ja. Ist okay. Was machst du jetzt schon wieder? Ich will mal einmal mal gucken, ne? Guck mal hier. Da kann man sich morgens immer schön eine Bratpfanne in die Eier kloppen. Richtig. Lull. Sehr schön. Fantastisch. Läuft. Ja, läuft. Hast du was im Kühlschrank? Ja, guck. Da. Oh, da. Voll. Ja. Krass. Ihr auch? Nee. Kaffee? Kaffee. Da. Ah, Spüli. Toll, ne? So eine Küche. Oh. Oh. Peak fine, sogar mit Licht. Alles da. Man soll sich wundern, ne? Ja. Guck mal, noch ein bisschen nicht geschlafen. Ja. Ja, hier hast du ja noch peak fine betoniert, ne? Ja, genau. Hier unten. Hat es das gezeigt? Ja. Ah, gut, dann brauchen wir da ja nicht weiter drüber sprechen. So, die Jungs sind jetzt auch im Wochenende im Verdienen. Die haben echt was weggerissen diese Woche. Das sagt man, der Wahnsinn. Also wirklich, astrein. Schirme auf den beiden Seiten haben sie auch angebaut. Die Seite fehlt noch, der Giebel. Doch, kannst nicht meckern. Sieht echt gut aus. Das jetzt wirkt das so riesengroß, ne? Ja. Das wirkt echt groß jetzt. Ja. Gerade jetzt, weil die Wand hier offen ist, ne? Man kann durchgucken. Ja. Wenn man so ein Licht in der Halle machen, dann muss man ganz durchgucken von Ende zu Ende, dann sieht es wirklich groß aus. Ja, sehr schön. Da sieht man auch hier unser Chaos. Aber wobei, das geht ja. Ja, das ist jetzt ja nur eine Bauphase. Jo, also, denn haben die Leute jetzt zu Ende geguckt, würde ich sagen, ne? Ja. Also, keine Ahnung, was ihr mit dem Rest vom Sonntag macht. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Genau. Mit dem Rest vom Sonntag. Und dann sehen wir uns nächste Woche schon wieder, ne? Ich denke, wir bleiben jetzt dabei zweimal die Woche. Ja, hoffe ich doch. Dass also, klappt, wenn jetzt mal gar nichts passiert. Aber nächste Woche dürfte relativ viel passieren. Ja. Von daher wird nächste Woche, wenn ich das Schneiden schaffe, auf jeden Fall Donnerstag auch wieder ein Video. Also sehen wir uns Donnerstag. Und damit sagen wir jetzt einfach Fürsing! Es halt noch nicht, aber das. Nee, das kommt. Ja, das dauert nicht mehr lang. Bald halt das in der Halle. Aber es regnet auch durch, irgendwie. Irgendwas stimmt da nicht. Hell genug ist es ja, ne? Hell genug ist es. Ja, brauchen wir kein Licht, aber es regnet durchs Dach. Scheiße.
Irgendwas ist echt immer, ne? Fein. So, wohin mit den Scheiß? Ja, vielleicht legen wir die auf die anderen. Oh Mann, ey. Da hinten hin noch was. In zwei Kanthölzer runter. So, das sollte noch mal eben sein. Aber jetzt ist wirklich Schluss hier. Also ausschalten. Mehr gibt's hier nicht zu sehen heute. Schluss jetzt. Zweimal Tschüss gesagt. Noch sind sie trocken, da kann man sie noch heben. Auch über 24 Jahre da drin gehängt. Da sollte sie wohl trocken sein. Zack. So, da wir jetzt sowieso schon so oft Tschüss gesagt haben, können wir jetzt auch noch mal eben zeigen, was aus meinem Helm geworden ist. Ja. Das ist nämlich kein Helm. Nee. Hier, da, zeig mal, mach mal Vorführung. Voll geil. Da geht aber hier dann auch der Kompressor. Tada! Ein Träumchen, ja. Ja. Der Winter kann kommen, ne? Ja. Aber erstmal müssen wir ein bisschen Kartoffeln ernten. Genau. Bevor der Winter kommt. Und dann können wir hier wieder spielen. Ach, das muss ich noch erst machen. Ach, piekfein. Man kann sich das sogar ein bisschen herziehen. Ja. Und, lieber nicht. So, aber jetzt ausschalten. Das reicht jetzt. Mann, immer machen die wieder an. Jetzt aber tschüss. Oh, tschüss. Junge.